Sollt ihr für mich stimmen, weil ich der reiche, beliebte, gut aussehende Typ bin? Oh ja! Mein Vater sagt immer, wie sehr dich die Leute mögen, ist direkt proportional zu deinem Aussehen. Wider Erwarten hält der Sehbehinderte seinen genialen Modestil aufrecht. Ein Überbleibsel aus sehkräftigeren Tagen. Soll heißen, wichtig ist nur, wie man aussieht? Soll heißen, wichtig ist nicht, wie andere mich sehen, sondern nur, wie ich mich selbst sehe. Ein mentales Zauberwürfelrätsel, ich weiß, aber eines Tages wirst du es verstehen. I play Will, the tutor that Kyle's father hires to teach him, keep him educated while this year is going by and they're trying to figure out how to change his physical appearance back to what it was. And I'm conveniently hired because I'm blind in Kyle's dad's eyes, pardon the pun, it seems that then he won't be able to see how horrible he looks. And so we're all kind of cooped up here, Zola and Will and Kyle, waiting for him to realize what true beauty might be. And I guess in the Beauty and the Beastisms, I would be Cogsworth. Liebste Lindy, ich habe kürzlich über Briefe nachgedacht. Echte Briefe, von Hand geschrieben. Es ist schrecklich, dass heutzutage keiner mehr Briefe schreibt. Also habe ich beschlossen, dir einen zu schreiben. Heute. Also werden wir uns jemals offiziell kennenlernen? Mhm. Jetzt vielleicht? Nein. Okay. Lebst du schon immer hier? Nein. Ich habe bei meinem Vater gelebt, aber ehrlich gesagt kommt er nicht so. Gut, klar. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und deine Mutter? Meine ist tot. Hab sie nie kennengelernt. Also, keine Mutter? Ein verkorkster Vater? Wirklich schade, dass wir nichts gemeinsam haben. Na dann, gute Nacht. Warte. Ist echt übel. Es gibt Schlimmeres. I feel like the story really relates to how high school seniors think about beauty and what they find beautiful. I think that's, especially in today's age with the body types and with the gossip rags showing these bikini bodies and things, that a lot of people feel like to be successful in life, to be happy, they need to look and present themselves a certain way, which is like a very, not only superficial attitude, but it's only being happy when other people approve of the way that you are, being popular, being gorgeous, being rich. And I think this movie goes out of its way to sort of dispel those myths, to take someone who exemplifies that and throw him into another world that's entirely out of his comfort zone and forces him to sort of reevaluate what makes one beautiful and what one finds beautiful in others. Ist nicht deine Welt? Was soll ich sagen? Substanz siegt über Stil. Haltet euch bloß von der Hexe fern. Wow, gutes Aussehen ist dir wirklich wichtig. Das sehen hier alle so. Außer dir, offensichtlich.
Stell dir ein Leben ohne dein Aussehen vor. Du hast ein Jahr Zeit, jemanden zu finden, der dich liebt. Was? Oder du bleibst für immer so. Wie denn? So grenzenlos hässlich von außen, wie du es von innen bist. Mein Vater hat mich hier eingesperrt, damit mich keiner ansehen muss. Wer sind Sie? Mary Poppins. Dein Privatlehrer. Keine Sorge, ich kann rein gar nichts sehen. Willkommen in der Hölle. Nett, dich kennenzulernen. Sie haben mich alle gehasst. Bitte mach es rückgängig. Ich habe meine Lektion gelernt. Du hast nichts gelernt. Finde jemanden, der mehr sehen kann als du. Her mit dem Geld! Lass mich in Ruhe! Soll die Maske? Ich wollte dich nicht erschrecken. Klar. Und die Skimaske erschreckt mich nicht? Was soll ich hier? Du musst beschützt werden. Ich brauch, was das Lindy gefällt. Ihr reicht es, wenn du nur du selbst bist. Das Monster oder der Arsch, der ich war? Der Mann, der du wirklich bist. Werden wir uns je richtig kennenlernen? Ist echt übel, hä? Huh? Es gibt Schlimmeres. Ich werde dir ein Gewächshaus bauen. Sie hat eine Schwäche für Rosen. Das ist geil. Ich wollte etwas Hässliches in sein Gegenteil verwandeln. Willst du mich begleiten? Ich brauche mehr Zeit. Ich schaffe es. Ich brauche nur mehr Zeit. Geht nicht. Sorry. Du bist der schönste Mann, dem ich je begegnet bin.